Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen und dann lasst das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. Ich starte jetzt bei herrlich Sonnenschein. Ich hoffe, in Dänemark ist auch so schönes Wetter. 5 Stunden 39 sagt mein Navi und um 22 Uhr 23 soll ich da sein. Ob ich so lange aushalte? Gute Frage, keine Ahnung, weil ich bin tatsächlich um 4.45 Uhr heute schon aufgestanden. Aber kein Problem, habe ja mein Bett da hinten dabei, dann komme ich halt erst morgen an. We will see. Merkwürdig, das ausflugstarkste Wochenende und schaut mal, niemand. Also seitdem ich hier oben bei Flensburg bin, ist hier kein Verkehr mehr, ganz merkwürdig. Ich bin so an Hamburg vorbeigefahren, da ging es noch und jetzt ist hier nichts. Also hinter mir kommt niemand. Wo sind die alle? Es ist 21 Uhr, es ist das ausflugstarkste Wochenende jetzt. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen verlassen. Als wenn ich am Ende der Welt bin. Will denn keiner nach Dänemark? 1 Stunde und 8 Minuten noch. Ich bin jetzt hier gleich an der dänischen Grenze angekommen. Und es ist sagenhaft, es ist tatsächlich 21.45 Uhr und noch hell, wie ihr seht. Ja, jetzt gucke ich erstmal, was die Grenze hier so sagt. Oh no, jetzt bin ich falsch abgebogen. Ich hätte da lang gemusst. Jetzt bin ich wahrscheinlich bei der LKW-Abfertigung hier. Ist egal. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Ich bin hier halt um 23 Uhr angekommen. Hatte mir auch einen Parkvorneidstellplatz rausgesucht, der so ein bisschen in der Natur war. Und dann habe ich aber überlegt, dass es vielleicht nicht schlau wäre. Ich bin hier in Ribe. Ribe ist einer der ältesten Orte Dänemarks, auch ein Ausflugsziel für viele Touristen. Und da dachte ich, ehe ich hier morgens aus den Federn gekrochen bin und gemütlich Kaffee getrunken, gefrühstückt und so weiter habe, dann ist es vielleicht schon ganz schön spät, um hier mitten in der Stadt einen Parkplatz zu finden. Darum, tada, ich stehe hier mitten in Ribe, kann in 5 Minuten an der Kathedrale sein, also übrigens die älteste Kathedrale hier in Dänemark, und habe meinen Parkplatz safe. Darum stehe ich hier direkt mitten im Ort zwischen parkenden Autos an einem Museum, keine Ahnung was es ist. Ich kann es euch gleich mal zeigen, wie es hier aussieht um mir rum. Aber mein Parkplatz ist safe und ja, ich brauche nicht mehr auf die Suche gehen. Jetzt werde ich erstmal frühstücken. Dann werde ich Ribe unsicher machen, nehme ich euch natürlich mit. Und später treffe ich mich mit einer Freundin hier 30 Kilometer entfernt. Und sie hat nichts außer Wasser, 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 sagt sie. Ja, dann lasst mich mal starten. Übrigens scheint die Sonne, wenn ich mein Fenster so öffne, ist es richtig schön sonnig.
nach hinten ist es grün. Ich habe extra ein bisschen Abstand, dass ich hier frühstücken kann zur Hecke. Da sind Häuser. Nach vorne. Oh, da steht schon jemand und guckt. Ja, das ist einfach so ein unglaublicher Vorteil, in so einem kleinen Auto zu campen. Man erkennt nicht, dass ich hier drin liege und schlafe und campe. Und ich stelle ja auch keine Stühle raus oder so. Ich habe gar keinen Stuhl dabei. Aber also für mich ist es einfach perfekt. Ich könnte in einem größeren Camper in dieser Art nicht reisen. Und ich genieße einfach diese Freiheit, hier mit dem Auto mich überall hinstellen zu können, wo ich möchte. Daher kommt für mich ein größerer Camper gar nicht erst in Frage. Da ist man viel zu eingeschränkt und ja, zu sichtbar. Übrigens empfinde ich das als Riesenvorteil, dass ich diese Türen habe. Ich stehe jetzt hier mitten in der Stadt auf einem Parkplatz und keiner sieht, dass ich hier hinten sitze. Ich bin mit dem Hinterteil an diese Hecke gefahren und rechts und links habe ich Sichtschutz. Hätte ich jetzt eine Kofferraumklappe, die so nach oben aufgeht, würde links und rechts mich jeder sehen. Das ist einfach ein unglaublicher Vorteil für mich. Es gibt natürlich auch einen kleinen Nachteil an solchen Stadtparkplätzen. Man muss es etwas kleiner und gemütlicher angehen. Ich koche halt hier heute im Auto und kann mich nicht so ausbreiten wie sonst. Gibt es eine kleine Weisheit von mir? Stelle nie die Kaffeekanne auf deinen Teppich. Mist! Angeklebt. Pech gehabt. So, ich bin ready. Werner bleibt hier stehen und ich wandere jetzt einmal durch die Stadt Ribe. Es ist die älteste Stadt hier in Dänemark und es gibt die älteste Kathedrale hier in Dänemark. Und ich mache mich jetzt auf die Suche. Also dafür, dass ich hier mitten in der Stadt stehe, ist hier echt gar nichts los. Ich weiß nicht, ob die hier auch Christi Himmelfahrt oder Herrentag feiern. Hoffentlich hat hier überhaupt etwas offen. Ja, das gefällt mir schon mal richtig gut hier. Nettes kleines Örtchen. Ribe ist die älteste Stadt Dänemarks, das hatte ich ja schon erwähnt. Sie war bis 2007 auch Kommunalsitz hier vom Amt Ribe. Und ja, jetzt geht's dahin. Ja, die Stadt ist nicht sehr groß, sie hat gerade mal 8200, ein bisschen über 50 Einwohner. Im Mittelalter war Ribe die wichtigste dänische Hafenstadt. Und schaut euch mal die schönen Häuschen an, ist das nicht hübsch? Ich bin jetzt hier an der mittelalterlichen Kathedrale im romanischen Stil von 50 ungefähr oder 70. Muss ich nochmal nachschauen. Ich schreibe es euch hier oben rein.
längst der einzige fünfschiffige Kirchenbau. Das geht hier seit 10 Minuten so. Ich komme einfach nicht weiter, um euch was zu erzählen. Also die Glocke hört gar nicht mehr auf. Jetzt hat sie ihren Ton verändert. Also ich bin schon ewig weit weg und die Glocken läuten immer noch. Jetzt geht's ins Wikingermuseum. Da lang. Bin ich am Wikingermuseum angekommen und ich bin ja so ein kleiner Kulturbanause. Ich werfe jetzt mal einen Blick rein und wenn es mich nicht interessiert, muss ich selbst herfahren. Ah, voll niedlich. Zwei Mann haben mich angesprochen. Die erste hat mich auf Dänisch gefragt, ob sie mir helfen kann. Und ich dann, man kann es so ein bisschen verstehen, was sie sagen. Und dann hat sie auf Deutsch gesagt, ja, wenn ich ihnen helfen kann, dann sagen sie mir Bescheid. Und dann kam die zweite wieder auf Dänisch gefragt, ob sie mir helfen kann. Und ich wieder, nein. Und die dann auf Englisch mit mir gesprochen. Doch, es muss halt. Ich frage mich gerade, ob ich hier auf einem Fahrradweg laufe, weil mir kommt andauernd ein Moped entgegen. Oder vielleicht sollte ich lieber da drüben gehen. Ich bin echt beeindruckt, wie nah hier Stadt und Natur beieinander liegen. Schaut euch das mal an und ich sehe von hier die Kathedrale. Da ist sie. Direkt aus dem Stadtkern könnt ihr übrigens in eine Art Wikingerstadt wandern. Und das mache ich jetzt. Und zwar nicht die Straße entlang, was dann circa 30 Minuten dauert. Sind ein bisschen über 2 Kilometer. Sondern Panoramaroute. Ich bin gespannt, was Panoramaroute bedeutet. Ich bin immer noch am Wandern. Es sind tatsächlich 2,5 Kilometer. Aber schaut mal. Kann nicht schaden, oder? Schön hier. Ich bin jetzt hier an so einer Schautafel. Hier steht es auch noch mal dran. Da will ich jetzt hin. Übrigens, ich bin die Einzige, die hier hinläuft. Ich weiß nicht, sind alle anderen zu faul zum Laufen und fahren mit dem Auto? Oder ist das halt so? Oder oh, man macht sich so seine Gedanken. Oh, ich glaube, ich schon was entdecken. So, Eintritt für Erwachsene kostet 20 Euro ab 14 Jahre, für Kinder 10, 34.
Und jetzt geht's wieder zurück und ich suche mir ein lauschiges Plätzchen in der wunderschönen Altstadt, um Mittag zu essen. Schaut mal, von so weit ist der Dom oder die Kathedrale hier zu sehen. Krass, habe ich vorhin gar nicht gesehen. So sieht es ja aus, wo die Menschen leben. Total niedlich. Überall so kleine Details, ne? Da steht ein Blumentopf und hier steht auch ein kleines Bänkchen vor der Tür. Ich habe mal versucht, in die Fenster reinzuschauen. In jedem Fenster sieht man irgendwas Kreatives, was zum Malen oder Ton oder ja, so viele schöne Sachen. In die Domkirche kann man natürlich auch eintreten. Das ist der Eingangsbereich. Wir sind hier durch einen Nebeneingang reingegangen. Was könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Geschäft ist? Hier diese ganzen schönen geschmückten Schaufenster mit ihren handgemachten Kunstwerken. Ihr werdet es nicht glauben. Das ist eine Apotheke. Was für ein schnuckliger Laden. Schauen wir mal. Hi. Ich bin jetzt hier in so einer richtig alten Karte und ja, bestelle mir jetzt hier irgendwas Leckeres mit Fisch. Na, das sieht ja lecker aus. Guten Appetit. So, ich bin jetzt fertig hier in Riebe. Satt bin ich auch. Und ich wollte eigentlich noch in so einen kleinen Krämerladen. Da habe ich vorhin einen Wäschekorb gesehen für 10 Euro. Und überlege die ganze Zeit, ob ich mir den mitnehme. Ja, und da ich mich dann ärgere, wenn ich den jetzt nicht abhole, hole ich mir den jetzt. Muss natürlich sein, ein dänisches Eis in einem dänischen Eisladen. So, da stand das gute Stück. Mal sehen, ob es noch da ist. Nein, er ist weg. Nein, doch nicht. Glück gehabt. Für 10 Euro ist doch ein Schnäppchen. Ich glaube nicht, was passiert ist. Ich gehe rein in den Laden, frage, ob ich mit Karte zahlen kann. Nein, aber da gerade rüber ist ein Geldautomat. Ich also zu diesem Geldautomat gestiefelt, hole mir die vierfache Summe, weil weniger ging nicht. Und jetzt komme ich zurück. Jetzt ist er weg. Umsonst Geld geholt. Mist. Ich war gerade in diesem Haus drin. Es ist tatsächlich so, dass es... Der Fußboden ist nicht gerade, der ist so, der geht so wellig so. Ich bin da drin rumgeeiert und ja, ist wahrscheinlich, weil es ein altes Haus ist. Ist ja voll lustig. Bananenpreis, 35 Cent pro Stück. Also kostet die Banane pro Stück. So, schaut mal, wo ich bin. Ich bin zurück am Auto. Die Tour geht weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir mal einen Daumen hoch. Freue ich mich. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann unten Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Bis bald. Ciao.